heute im Tierheim Drakenburg. Nachdem wir letzte Woche einmal ausgesetzt haben, was keinem aufgefallen ist, sind wir heute super aktiv und besonders actionreich zurück. Und zwar mit der Hexe, die gerade Kerstins Bein so ein bisschen attackiert hat. Zeigen können, wie Hexe drauf ist. Hexe ist eine ganz süße. Die ist circa 9 Monate alt, aber sehr aktiv. Sehr verspielt. Genau. Die hat Pfeffer im Hintern. Die hat doppelt und dreifach Pfeffer im Hintern, ja, also braucht total. Definitiv wahrscheinlich Auslauf. Ne? Also auf jeden Fall Freigang. Genau. Ich denke mal, kleinere Kinder sollte man nicht unbedingt machen. Mhm. Dazu ist sie einfach zu... Zu wild, ne? Noch zu wild. Also ja. Sie spielt, also sie ist nicht böse, absolut nicht. Ne? Sie ist halt total verspielt und spielt mit allem, was ihr in die Quere kommt. Sehr gerne. Super neugierig. Schals von Redakteurinnen. Die sind sehr beliebt. Der ist schon draufgegangen. Gut, dass das kein teurer war. Nee, ansonsten, aber eigentlich so, denn ganz lieb, wahrscheinlich kommt das auch mit dem Alter, dass es so ein kleines bisschen ruhiger wird. Genau. Deswegen, vielleicht auch eher so ein bisschen an erfahrene Katzenhalter, die vielleicht nicht sofort verzweifeln, wenn die Katze ein bisschen mehr spielen möchte. Genau. Also man sieht das ja, klar, hier knabbert mich jetzt ein bisschen an, weil sie vorher mit dem Schal gespielt hat, aber es tut nicht weh. Also ja. Die spielt, ne? Die spielt wirklich mit Power halt. Ja, mit Power. Man konnte schon am Bauch sehen, sie ist gerade kastriert wahrscheinlich. Genau, ne? Genau. Und ist auch geimpft, gechippt, das Übliche. Das Übliche, genau, ist alles durchgeimpft. Mhm. Sie hat jetzt auch ein Jahr Ruhe. Mhm. Freigang wäre toll für sie. Ja, genau. Mit anderen Katzen. Sie war schon mit anderen Katzen zusammen. Mhm. Das geht. Das kann aber auch mal nicht klappen. Ne? Okay. Also, ja. Wie gesagt, sie hat da nun ziemlich viel Power. Muss man gucken. Vielleicht am besten nicht zu der ruhigsten Katze dazu, ne? Dass sie sich nicht ganz so auf ihre Nerven gehen. Genau. Ne? Sondern eher vielleicht beide so Power-Katzen. Eben. Aber es geht halt auch alleine. Also ich denke, sie braucht aber Beschäftigung. Ne? Also das ist keine Katze, die irgendwie jetzt stundenlang zu Hause alleine bleiben kann. Die muss beschäftigt werden. Ne? Ja. Neugierig ist sie auch. Sie ist sofort da. Ne? Wir haben auch vorhin, als sie reingekommen sind, hing sie auch sofort an der Tür. Das ist wirklich sehr aufmerksam. Ja. Kleiner Wachhund. Ja, total. Ansonsten ist sie aber wahrscheinlich auch total, ne, also fressen geht immer. Das ist alles okay, sie frisst gut, frisst ziemlich alles. Ja. Hat aber auch eine relativ schlanke Statur. Ja, ne? Also das ist wirklich eine zierliche, aber gut, 9 Monate circa. Ne? Okay. Das kann sich auch noch ändern. Kann sich noch das ändern. Das muss nicht, aber ich denke mal, sie ist auch wahrscheinlich so ein bisschen schlank, weil die hat ja so einen Power. Ja, okay. Sie soll da was ansetzen. Ist über uns Menschen. Ja, genau, ich habe halt weniger Power. Gut, gut. Kennst du, woher das denn? Ja, also. Einfach wieder mal hier vorbeikommen, einen Schal mitbringen, diesmal keine Leckerlis, kuscheln, mitspielen, ne? Und dann kann Kerstin wahrscheinlich auch einfach mal Auskunft geben, auch telefonisch natürlich. Natürlich. Ja, ja und dann gerne, gerne. Hoffen wir, dass sie bald ein neues Zuhause hat. Ganz viel Freigang. Genau. Mein Schal. Schon wieder Faxen machen, merkst du das? Ist ein weiter, der wartet aus, drauf. Aus, Kratz, da hinten! Schach! Finde ich! Danke! Aber haben wir noch was? Hab ich auf den Baum! Dass dieser Baum überhaupt noch steht, ne? Ja. Das schafft man alles. Hexe! Hexe! Und der heißt jetzt Hexe! Gut, das ist nur mein Schuh. Das ist so abgepasst.
schwenke mal rüber, sie kann sich auch verstecken.